Ihr wolltet Limonade, jetzt müsst ihr die Limonade auch austrinken. So, schmeckt's euch? Euch schmeckt's wahrscheinlich sehr, sehr gut sogar. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play zu Friends. Ein Let's Play für Kleinkinder. Daher wünsche ich vor allem den ganz Kleinen unter uns ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Wir haben zur Auswahl den Vogel, den Biber, die Katze, den Hasen und den Hund. Wir spielen als erstes mit der Katze. Und besuchen jetzt unsere Freunde in ihren Häusern. Als allererstes den Vogel. Hallo Vogel, dürfen wir reinkommen? Oh, du badest gerade? Dann baden wir doch einfach gemeinsam. Sehr schön. Und mit der Ente können wir Wasser spritzen. Aber erstmal seifen wir uns ein, wir wollen ja wieder frisch sein. Nach dem ganzen Spielen auf dem Spielplatz. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, jetzt wollen wir aber wieder frisch riechen, frisch sein. Und deswegen baden wir jetzt gemeinsam. Aber beim Einseifen schön immer die Augen zumachen. Nicht, dass Seife in die Augen kommt. Ja, ihr zwei? Und plant. Übrigens, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das wäre super nett von euch. Zeigt mir, dass ihr noch mehr von den Kleinkinder-Let's Plays sehen wollt. So, und dann haben wir noch einen Wal. Schaut mal, das ist ein Wal. Mit dem planschen wir jetzt. Und auch dieser kann Wasser spritzen. Ui. Plansch, plansch, plansch. Da planschen die Katze und der Vogel gemeinsam. Ganz süß, die zwei. Juiuiuiui. Und mit dem Boot ist es auch echt schön. Das war echt super. Danke, bis zum nächsten Mal, Vogel. Und nun geht es mit der Katze weiter zum Hasen. Der wartet auch schon. Oh, der Biber auch. Wir kommen gleich zu dir. Erstmal zum Hasen. Dürfen wir reinkommen? Oh, wie lieb von dir. Du hast Obst und Limonade vorbereitet. Dann lass uns doch gemeinsam trinken und essen. Hier eine Orange für den Hasen. Nicht traurig sein, Katze. Du kriegst auch was. Eine Erdbeer. Wir teilen uns doch alles. Jeder kriegt etwas. Jeder kriegt gleich viel. Und einen Apfel für die Katze. Bisschen Limonade trinken. Sehr schön. Und eine Birne für den Hasen. Und eine Banane für die Katze. Dann hatte jeder gleich viel. Oh, ein Bäuerchen. Ach Mensch. Ihr Süßen. Jetzt trinkt aber schön aus. Ihr wolltet Limonade, jetzt müsst ihr die Limonade auch austrinken. So, schmeckt's euch? Euch schmeckt's wahrscheinlich sehr, sehr gut sogar. Oh, ihr zwei Süßen, jetzt trinkt doch mal aus. Oh, Bäuerchen. Ui. Ui. Ein Bäuerchen, ihr zwei Hübschen. Okay, Katze ist ausgetrunken. Was mit dir, Hase? Du hast auch so gut wie ausgetrunken. Na super. Danke für den schönen Tag bei dir, Hase. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, okay? Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen. Also mach's gut und pass gut auf dich auf, ja? Die zwei haben ihren Spaß. So, jetzt besuchen wir aber den Biber. Hallo, Biber. Oh, der Hund wartet auch schon. Hallöchen. Schön, dass du uns die Tür aufmachst. Oh, was machst du denn hier? Ein Vogelhäuschen? Na, dann wollen wir dir mal helfen und die Nägel mit dem Hammer reinklopfen, damit das Dach fest ist und damit auch befestigt ist. Übrigens, habt ihr schon mal ein Vogelhäuschen gebaut? Vielleicht mit eurem Papa oder im Kindergarten, in der Schule? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Schaut mal, wie süß der kleine Vogel. So ein kleiner Piepmatz. Oh, wie süß. Danke, Biber. Das war ein richtig schöner Tag bei dir. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt besuchen wir aber noch zum Schluss den Hund. Der wartet ja auch bereits auf uns. Hallöchen, Hund. Da sind wir. Oh, was hast du denn hier? Eine Pflanze? Dann wollen wir die doch mal gießen, oder? Hey, sollen wir uns einen kleinen Scherz erlauben? Wir sollten aber nicht den Hund oder die Katze gießen. Die können natürlich nicht wachsen, aber Pflanzen dafür schon. Deswegen gießen wir die Pflanzen. Ui. Na, das ist ein bisschen erfrischend, oder? Auch ein bisschen nass. Du auch nochmal, Katze, na? Ihr zwei Süßen. Sehr schön. Und mit der Blume sieht es echt toll aus. Eine wirklich schöne Blume hast du da, Hund. Also.
Bis zum nächsten Mal, Hund. Und danke, dass wir dich besuchen durften. Tschüss. So, das war's dann auch mit dieser Folge. Und wir werden jetzt mit den Luftballons zurückfliegen. In der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich mit dem Hasen weiter. Also, das wird auf jeden Fall wieder eine schöne Sache für unsere lieben Kleinkinder da draußen, die gerade zusehen. Wir besuchen als erstes die Katze. Die wartet schon bereits. Hallöchen, Katze. Oh, du isst gerade Pizza und hast auch ein super leckeres Getränk vorbereitet. Das ist aber lieb von dir. So, wir wollen aber... Hey, Katze, wir wollen aber schön mit dem Hund teilen, ja? So, jeder soll etwas abbekommen. So, und schön trinken. Und noch ein Stück für den Hund. Und noch eins. Und das letzte bekommt natürlich die Katze. Dann hatte jeder drei Stücke, denn wir wollen doch die Pizza teilen. So wie das Freunde machen, oder? Komm schon, wir teilen doch. Na gut, die Katze wollte nicht mehr. Dann hat einfach der Hund das letzte Stück gegessen. Aber schön, wie sie miteinander geteilt haben. Und jetzt immer die Bäuerchen. Und ein Bäuerchen. Oh, ihr zwei mit euren Bäuerchen. Hey, ihr habt doch gar nichts mehr. Jetzt schlürft doch nicht mehr. Ihr seid doch lustig. So, danke Katze. Es war schön bei dir. Besuchen wir also jetzt den Vogel. Hallöchen Vogel, dürfen wir reinkommen? Aber sicher. Los geht's. Oh, wir spielen Verkleiden? Das ist eine schöne Idee. Dein Kuscheltier bekommt eine Brille und du kriegst die Maske. Ein Schnurrbart haben wir auch. Für dich ein Schnurrbart und für den Hund. Hier kommt übrigens der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das wäre richtig lieb von euch. So, ihr bekommt die Hüte, dann haben wir noch eine Krawatte und eine Fliege. So, wie sieht's damit aus? Hat doch was, oder? Na, ich erkenne jetzt nicht mehr, wer der Hund ist und wer der Vogel. Und ihr? Okay, danke für den schönen Besuch. Los geht's zum Hasen. Hallo Hase, wir wollten dich mal besuchen. Oh, du willst gerade schlafen gehen? Ja, dann deck dich doch mal zu. Aber warte doch mal. Wollen wir davor nicht das Licht ausmachen, bevor du schlafen gehst? Komm schon, wir machen das Licht aus und dann gehen wir schlafen, okay? Dann können wir beide ein Mittagsschläfchen machen. So, Licht ist aus. Wir decken uns jetzt zu und sagen gute Nacht. Das war ein langer Tag. Ein Mittagsschläfchen tut gut. Danke für das schöne Schläfchen bei dir, Hase. Besuchen wir den Biber. Der wartet auch noch auf uns. Hallöchen, Biber. Na, wie geht's dir? Oh, da ist eine Eisenbahn. Ist aber ein schönes Spielzeug. Ui. Schaut euch mal die schönen Anhänger an. Und noch ein Anhänger. In der Farbe Türkis. Sehr schön. Und eingeklatscht. Oh. Wow, wie cool. Jetzt haben wir verschiedene Bälle und die können wir eigentlich auch noch einräumen oder auf die Anhänger drauflegen. Sollen wir die vielleicht farblich ordnen? Schaut mal, zu welchem Ball könnte, oder zu welchem Anhänger könnte der Ball passen? Natürlich zum roten. Was mit dem hier? Auf welcher Seite passt es besser? Natürlich dort. Und dann bleibt nur noch der lilafarbene Ball übrig. Genau, perfekt. Schaut mal, jetzt haben wir alles eingeordnet. Und ui, dann spielen wir mit der Eisenbahn. Tschuf, tschuf, hier kommt die Eisenbahn. Achtung, Achtung. Wie süß ist das denn? Dankeschön, Biber, das war ein richtig toller Tag bei dir. Hui, das war ein schönes Abenteuer heute. In der nächsten Folge wird es auf jeden Fall weitergehen und dann spielen wir mit dem Hasen. Und das wird, glaube ich, auch ziemlich lustig werden. Also, mit dem Hund geht es jetzt zurück. Nach oben als Hasen. Dann mal los. So, als erstes besuchen wir den Biber. Der schaut schon aus dem Fenster. Hallo, Herr Biber. Oh, hast du heute Geburtstag? Dann wollen wir doch mal deine Geschenke auspacken. Oh, wow. Das ist ja mal cool. Ein kleiner Löwe, ein Plüschlöwe. Und er macht so lustige Geräusche. Der ist ja toll. Haben wir noch was? Schaut mal, noch ein Geschenk. Wow, das ist ja mal toll. Ein Teddybär. Hui. Der macht auch super lustige Geräusche. Der quietscht so schön. Okay, was haben wir denn noch Schönes? Können wir noch ein Geschenk aufmachen? Wow, ein Koalabär. Der quietscht ja auch so süß rum. Da haben wir aber echt viele Plüschtiere in den Geschenken.
Und hier drin? Eine Lokomotive. Ein kleiner Zug. Eine Lok. Die ist ja mal toll. Tut tut, die Eisenbahn. Was haben wir denn noch? Noch ein Geschenk. Mal gucken. Das letzte Geschenk und... Oh, ein Auto. Oh, es macht Autogeräusche. Es hupt. Tut tut, wir kommen. Hey Biber, das war ein wirklich toller Tag bei dir. Danke, dass ich mitmachen durfte, deine Geschenke auszupacken. So, besuchen wir jetzt als nächstes den Hund. Der wartet auch schon auf uns. Hallöchen. Hallo Hund, wie geht's dir? Oh, du hast auch eine Eisenbahn? Die ist ja mal toll. Tut tut. Und noch ein Anhänger in der Farbe lila. Und ein Anhänger in Türkis. Und eingeschlagen. Super. Schaut mal, jetzt kommen noch ein paar Bälle dazu. Und die können wir jetzt der Farbe ordnen. Also zu welchem Anhänger passt welcher Ball? Lila zu rot? Nein. Lila zu lila natürlich. Oder lila zu türkis? Ach, was erzähle ich denn da? Ihr wisst ja bereits, lila passt zu lila. Und türkis zu rot? Nein, türkis zu türkis. Und der rote Ball zu guter Letzt natürlich zum roten Anhänger. Es ist farblich alles geordnet und die Eisenbahn ist startklar. Wir können losfahren. Tschuf, tschuf. Wie süß. Tschuf, tschuf. Achtung, Achtung. Die Eisenbahn kommt. Tschuf, tschuf. Die ist ja mal putzig. Bye bye. Tschüss, Hund. Danke für deinen Besuch. Beziehungsweise danke, dass wir als Gast sein durften. Hallo, Katze. Oh, du gehst schlafen? Okay. Dann wollen wir doch gar nicht so laut reden. Hey, Moment mal. Wir haben vergessen, das Licht auszumachen. So, jetzt könnt ihr euch zudecken, ihr zwei. Okay? Also. Gute Nacht. Ich bin auch schon ganz müde. Danke für das Mittagsschläfchen, Katze. Besuchen wir jetzt zum Schluss noch den Vogel. Der wartet auch bereits auf uns. Hallöchen. Oh, was hast du denn da? Seifenblasen? Ui, die sind aber toll. Schaut mal, wie lustig die... Wow, wie lustig die da rauskommen. Und jetzt wollen wir mal eine große Blase pusten. Magst du Vogel? Oder magst du Hase? Hey, klasse. Und zerplatzt. Am besten ist es danach, immer nach der Blase sie mit dem Finger platzen zu lassen. Machen wir gleich noch einmal. Süß, wie sie sich freuen. Schaut mal. Und sehr schön, weiter so. Habt ihr auch schon mal Seifenblasen geblasen? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und vor allem, mögt ihr das? Macht es euch Spaß, mit Seifenblasen zu spielen? Ich find's immer total lustig. Und? Nochmal du, Hase. Und? Kadum. Übrigens, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass ihr die Kleinkinder-Let's Plays auch schön findet und dass ihr vielleicht noch sogar noch mehr davon wollt. Also vor allem, wenn Eltern das sehen und ihr wollt noch mehr für eure Kinder haben, dann schreibt das doch in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da. So. Und noch eine Seifenblase. Und? Bumm. Das ist aber lustig, wenn man sie zerplatzen lässt. Okay, Vogel. Danke für deinen schönen Tag heute mit dir. Es war echt schön. Danke, tschüss. So, dann gehen wir zurück zur Charakterauswahl, wo es die anderen Tiere gibt. Und werden in der nächsten Folge dann mit dem Vogel spielen. Das wird ein Spaß. Heute geht es mit dem Vogel weiter. Los geht's. Und wir werden unsere Freunde besuchen. Als erstes den Hasen. Hallo. Oh, lass uns verkleiden spielen. Das ist toll. Nimm du mal die Herzchenbrille. Und dein Plüschtier diese Brille hier. Der Vogel nimmt aber einen Schnurrbart. Und du? Nein, lieber der Affe. Was ist mit den Hüten? Nimm du den pinken Hut, der steht dir gut. Und ich nehme die Krone. Und dann haben wir hier noch ein Bandana, beziehungsweise ein Halstuch und eine Fliege. So süß. Danke für den schönen Tag bei dir, Hase. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. So, besuchen wir jetzt den nächsten Freund, und zwar den Biber. Hallo Biber, dürfen wir reinkommen? Oh, du gehst jetzt schlafen?
Na, dann deckt euch beide doch mal zu. Hey, Moment mal. Wollen wir davor nicht lieber das Licht ausmachen? Dann könnt ihr besser einschlafen. Also, machen wir das Licht aus. Gute Nacht, ihr zwei. Deckt euch jetzt schön zu. Wir lassen euch schlafen. Gute Nacht. Ah, so ein Mittagsschläfchen ist doch immer was Schönes. Jetzt besuchen wir den Hund. Hallo Hund, dürfen wir reinkommen? Hallo. Oh, hast du heute Geburtstag? Lass uns Geschenke auspacken. Juhu. Wow, das ist ja toll. Ein Teddybär. Oh, der ist aber süß. Der quietscht auch so süß. Noch ein Geschenk. Diesmal macht der Vogel auf. Wow, eine Lokomotive. Ein kleiner Zug. Tschuf, tschuf. Tuku, 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 tschuf, tschuf. Was hast du denn noch für schöne Geschenke bekommen? Machen wir einfach das nächste Geschenk auf. Und? Wow, ein kleines Spielzeugauto. Das ist auch richtig schön. Tut, tut, wir kommen. Und noch ein Geschenk. Mal sehen, was da drin ist. Noch ein Spielzeugauto, aber ein anderes. Das sieht auch echt schön aus. Super. Und da, was ist da drin? Und noch eins. Übrigens, falls euch das Spiel gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das wäre richtig toll und zeigt mir, dass ihr noch mehr Kinder-Let's Plays wollt. Kleinkinder-Let's Plays genau zu sein. Danke für den schönen Tag bei dir, Hund. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann gehen wir jetzt weiter und besuchen die Katze. Hallöchen, Katze, dürfen wir reinkommen? Oh, baust du hier gerade ein Vogelhaus? Komm, wir helfen dir. Nagel Nummer 1. Nagel Nummer 2. Nagel Nummer 3. Und Nagel Nummer 4. Geschafft! Juhu, super! Oh, schau mal, Piepmatz. Der ist aber putzig, richtig süß. Chip, 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 chip. Richtig süß. Haben wir wirklich toll gemacht, Katze. Danke, dass wir vorbeikommen durften. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tja, das war's dann auch mit dem kleinen Abenteuer des Vogels. Ob geht's und zurück. Katze, Hase, Hund und Vogel haben wir bereits gespielt. Und weiter geht's jetzt heute zum Schluss mit dem Biber. Wir besuchen als erstes den Hund. Hallöchen, Hund. Na, alles gut bei dir? Oh, du baust gerade ein Vogelnest. Ein Vogelhäuschen, nicht wahr? Dann wollen wir dir mal helfen und schlagen mit dem Hammer die Nägel rein, damit das Dach gut und fest sitzt. So, gar nicht mal so einfach, aber eine schöne Idee. So, ein Nagel fehlt aber noch. So, perfekt, geschafft. Super. Oh, da wohnt ja schon ein Vogel drin. Wie süß, ein kleiner Piepmatz in grün. Schaut mal. Tschu, 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 tschu. Wie süß. Das ist aber ein tolles Vogelhaus geworden. Das haben wir wirklich super gemacht. Der Hund und der Biber sind ein Spitzenteam. Bye-bye. Tschüss. Danke für den schönen Tag bei dir. So, jetzt geht es aber weiter zur Katze. Dürfen wir reinkommen? Na, was machst du Schönes? Oh, du gießt gerade deine Blumen. Dann wollen wir dir doch mal helfen. Hey, aber nicht gegenseitig nass machen. Okay, dann machen wir mal hier die Blumen fertig. Habt ihr übrigens auch Blumen zu Hause? Wenn ja, gießt ihr eure Blumen? Oder macht es jemand anders bei euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oh, schaut mal. Ein kleines Windrad oben. Das ist ja mal eine schöne Idee. Hey, nicht nass machen. Das kitzelt auch ein wenig. Danke für den schönen Tag bei dir, Katze. Es hat mir sehr gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's jetzt weiter mit dem Biber zum Vogel. Hallöchen, Vogel. Dürfen wir reinkommen? Oh, du hast Geschenke? Hast du heute Geburtstag, Vogel? Na dann alles Gute. Was hast du denn da bekommen? Oh, wow. Wie toll, ein Auto. Ein Spielzeugauto. Und da sitzt auch ein kleines Männchen drin. Ui. Übrigens kommt hier der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das zeigt mir, dass euch die Kleinkind-Let's Plays auch gefallen. Und vor allem, wenn Eltern das sehen, ist natürlich für mich auch ganz wichtig und gut zu wissen. Dong, dong, dong. Und wieder ein Spielzeugauto. Süß.
Sehr toll. Ui. Und noch ein Geschenk. Na, was ist denn da drin? Au. Oh, ein Plüschlöwe. Oh, wie süß. Ein Löwe als Kuscheltier. Und noch ein Geschenk. Na, was ist da wohl drin? Eine Lokomotive. Die ist ja mal schön. Die ist echt hübsch. Tschuf, tschuf, tschuf. Die Eisenbahn. Sehr, sehr toll. Das ist ja mein lustiges Spielzeug. Tschung. Komm, nur ein Geschenk haben wir aber noch, oder? Mal sehen, was da drin ist. Hey, ein Plüschkoala. Der ist ja auch mal richtig putzig. Schau mal, was er für süße Geräusche macht und wie hoch er springen kann. Mensch, Vogel, danke für den schönen Tag bei dir. Bis zum nächsten Mal. So, dann haben wir zum Schluss noch den Hasen. Dann haben wir alle unsere Freunde besucht. Na, Hase, wie geht's dir? Oh, du hast lecker Essen vorbereitet. Du bist aber süß. Limonade und lecker Obst. Lass es dir schmecken, aber teil auch mit dem Biber. Jeder soll gleich viel bekommen. Und immer schön einen Schluck Limonade trinken. So, hier eine Banane für dich. Nicht so traurig sein, Biber. Hier ist eine Orange. Jetzt haben wir noch eine Erdbeere und eine Birne. Na, wer möchte was haben? Schön Limonade trinken. Und hier ist eine Birne für den Hasen. Und eine Erdbeere für den Biber. Oh, ein Bäuerchen. Ihr zwei Verrückten, na? Ja, das gefällt euch. Und Bäuerchen. Ne, es müsst ihr aber mal ein Bäuerchen gleichzeitig machen, oder was meint ihr? Ja, das war nicht schlecht. Das war ein richtig toller Tag bei dir. Also, bis zum nächsten Mal, Hase. Und ich sage, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, die Serie hat euch gefallen. Falls ihr das ganze Let's Play nochmal sehen möchtet, dann klickt doch rechts oben rein, dann fängt das Ganze von vorne an und rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken. Schaut ihr das Video auf dem Smartphone oder Tablet, findet ihr die Links auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten, nie vergessen, diesen Kanal unbedingt zu abonnieren, damit ihr nie wieder ein Let's Play verpasst. Also, bis zum nächsten Mal!